Was geht ab, Mann und Siefalter, Osiria, und zu einem weiteren Banner-Preview, denn heute wurde in-game angekündigt, nämlich ein Teaser für ein neues Dokkan-Event, nämlich das Dokkan-Event von Full Power Goku, Freunde. Der nächste Dokkan-Exo-Charakter wird Full Power Goku sein, dementsprechend handelt es sich auch heute um sein Banner-Preview, aber wir bekommen auch das Story-Event mit ihm dazu. Wenn wir uns das Ganze mal ansehen, dass folgende Charaktere, die hinzukommen werden, wann ist denn der Release, nämlich ist momentan gesetzt für Mittwoch, 21. November, 6 Uhr morgens unserer Zeit, Freunde. 6 Uhr morgens ist ein bisschen komisch, deswegen könnte es sein, dass da vielleicht eine Wartung kommt. Und wenn eine Wartung kommen sollte, dann wissen wir auf jeden Fall, dann kommt das nach der Wartung. Also am Mittwoch droppen die Boys und Girls hier an der Stelle. Und Part 2 der Mission sollte frühestens morgen losgehen, spätestens dann auch am Mittwoch. Das könnte auch sehr interessant werden, weil Leaker, Shoutout an Dokkan war es, glaube ich, der hat nämlich gestern geleakt, dass zu Part 2 Missionen, und hier natürlich mit Vorsicht betrachten, sind immer noch Leaks oder, ja, Leaks, Gerüchte etc., ihr wisst, was ich ja meine, dass eventuell neue Rank-Up-Missionen kommen. Wir wissen ja, von Rank 1 bis 200 haben wir je 5. Level, 10. Level etc. Jedenfalls haben wir da gut Stones bekommen und nun könnte das weiter fortgesetzt werden. Das ist wie gesagt nur ein Leak, Freunde, aber die Tage eben, wenn Part 2 anfängt, wie gesagt frühestens morgen, spätestens am Mittwoch, dann wissen wir mehr. Und die ganzen Charaktere, die wir hier sehen, die kommen wie gesagt am Mittwoch. Alright, Freunde, dann gucken wir uns mal erstmal Full Power Goku hier an der Stelle an. Super, Super Full Power Saiyan 4 Goku heißt er hier. Und er hat einen anderen Namen wie Super Saiyan 4 Goku, den Strength. Also kann man vorab beide in einem Team nutzen auf jeden Fall. Heißt aber wiederum, diejenigen, die Überschuss vom Strength Super Saiyan 4 Goku haben, können ihn nicht benutzen, um die SA von dem zu erhöhen, weil sie andere Namen haben. Er ist von Super Tech Charakter hier an der Stelle. Er kommt mit einer neuen Kategorie, nämlich Full Power Kategorie. Die schauen wir uns später auf jeden Fall auch noch an. Diesen gibt der Key Plus 3 auf HP Attack und F 150%. Oder Super Tech Charakter Key Plus 3 auf HP Attack und F 90%. Er macht immense Damage mit der Ulti und BD. Und tut auch massively die Verteidigung des Gegners senken. Seht ihr, Freunde, das sind eben so Übersetzungen, die auf JP dann nicht durchkommen, wie letztens bei Evo Vegeta, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch neulich erst geändert wurde. Kann sein, muss nicht sein, weil bei Evo Vegeta nach seiner Transformation haben wir letztes Mal gemerkt, dass da sich irgendwas ändert, weil die Farben aufleuchten. Und so, also solange er auf JP war, ist das quasi nicht aus den Übersetzungen durchgekommen. Da stand immer greatly lower Steph, aber bei dem Boy hier und bei EO Vegeta, als er auf Global kam hier an der Stelle oder als die Daten reinkamen, hat man das dann hier auch massively. Also es war wirklich tatsächlich massively. Massive ist nochmal eine Stufe höher als Greatly Lower Staff. Krass, 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 krass. Passive an der Stelle ist, er bekommt auf den Angriff 100%, erhöht seinen Angriff und die Verteidigung bis zu 70%, abhängig davon, je höher die HP sind. Also wenn wir volle HP haben, dann bekommt er zusätzlich Attack und F 70%. Und bei voller HP haut er rein wie noch was, Freunde. Er hat aber auch noch eine Medium-Chance, gegnerische Super-Attacks zu dodgen und diese mit Tremendous Power zu kontern. Links gedacht, der Super Saiyan, Saiyan Raw sind 25% auf den Angriff, Super Saiyan bis zu 10%, Prepare for Battle, Key plus 2, Shocking Speed ebenso, The Saiyan Lineage, Key plus 1, GT, Key plus 2 und Fierce Battle hier an der Stelle. Links hier sind auf jeden Fall solide, kann man mit leben. Und in den Kategorien ist er in der Shadow Dragon Saga, Pure Saints und Full Power. Die Sets habt ihr hier auf 100%. Guten Angriffsset auf jeden Fall an der Stelle. Genau, Freunde, 12 Kimut über 150% hier, wie gesagt, massively lower Steps sind minus 80% auf die Verteidigung des Gegners für 3 Runden, das sollte man nicht unterschätzen. Und die Medium-Chance, dass er eine Ulti-Dodge und eine Super-Attack vom Gegner ist hier bei 30% hier an der Stelle. Okay. So viel zum Full Power Goku, Freunde. Das ist quasi natürlich der neue Charakter, der hinzukommt. Sein Banner werden wir uns gleich ansehen. Lasst uns erstmal die ganzen Charaktere durchgehen. Dieser Goku Base Form Goku GT kommt hinzu als Summonable SSR. Wir werden hier heute im Banner Preview nur die neuen Summonable SSR ansehen. Er braucht nämlich 21 Dokkan Event Medaillen von Full Power Goku und 7 von dem Story Event, die hinzukommen werden. Und dann schauen wir uns mal in dieser Form an. Nachdem er awaked ist natürlich, da geht es dann hoch auf 90% Key Plus 2, nicht schlecht. Immense Damage, okay nice. Greatly Lower Staff, Attack plus Attack, auf den Angriff bekommt er 120% und auf die Verteidigung 30%, wenn er eine Super Attack macht. Okay, also wenn er eine Super Attack macht, bekommt er 120% auf die Verteidigung 30%, bekommt aber Key Plus 3, wenn er gegen einen Gegner kämpft. Also gar nicht mal so schlecht. All the Family, Saiyan Lineage, Saiyan Warrior Race, Experience Fighters, Prepare for Battle, GT, Fierce Battle, Integrator Pure Saiyan Full Power. Die Sets habt ihr an der Stelle. Und so viel eigentlich zu dem Boy. Der wird auch als neuer Charakter summonable sein. Ist gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein, mit der Passive.
Okay, dieser Cell kommt hinzu. Für den brauchen wir 10 Cell Dokkan, nicht Dokkan Event, sondern Story Event Medaillen. Da kommt auch ein neues Story Event hinzu. Diesen Cell wird man da auch erfarmen können. Hat eine farbare Esse an der Stelle. Selbes gilt für Freezy Pop. Der kommt auch mit dem neuen Story Event hinzu. Das ist die Free-to-Play-Variante. Das ist die SSR-Version für ihn. Brauchen wir 10 Medaillen, um ihn zu awaken. Aber schauen wir uns erstmal dann hier an der Stelle Cell an Awake. Was hat denn der drauf? Extreme Mint Keep Plus Life auf alles 90% Supreme Damage. Zieht den Gegner. Bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung 80%. Und zusätzlich weitere 100%. Und macht dann gegen jeden Typus sehr effektiven Schaden, wenn der Gegner gestunt ist. Er hat jetzt quasi auf seine Ulti Sealen und auf der Passive, wenn der Gegner gestunt ist, dann bekommt er diesen krassen Zusatz. Die Sache ist die, warum? Denn bei Freezy ist das genau andersrum. Bei Freezy ist es genau andersrum. Der stunt nämlich Gegner, hier an der Stelle Medium Shade zu stunt, aber bekommt dann Passive genau gleich, nur eben andersrum, bekommt dann zusätzlich diesen Boost, wenn der Gegner gesealt ist. Heißt, das sind ja die quasi im Duo, die Zeit kann man spielen. Sind nette Karten, so ist nicht, aber man nutzt sie vor sich ausgedrückt gar nicht mal so oft, um ehrlich zu sein. Er ist in der Kategorie Enhanced Transformation, Most Relevant Clan, und der ist bei Androids Enhanced Transformation an der Stelle. Genau. So viel zu den beiden Jungs. Kommen wir mal zu der Kategorie, Freunde. Die Full-Power-Kategorie. Als sie anfangs rauskam, war es ein bisschen so komisch. Man wusste nicht, warum die Kategorie zustande kam. Mittlerweile hat sich das ein bisschen besser gelegt, denn da kam ein, zwei gute, krasse Charaktere hinzu, wie LRGF zum Beispiel in die Kategorie, die das Ganze nochmal wirklich sehr gut gedreht haben. Also die Kategorie an sich war schon gut, so ist nicht. Nur die Wahl der Charaktere war ein bisschen fragwürdig. Das sind folgende Charaktere, Freunde, die ihr hier seht. Nachdem Freeza und Super Saiyan Goku hinzukamen, wurde es natürlich nochmal interessant an diese Kategorie. Und die Kategorie und das Team Full Power, wenn ihr die richtigen Charaktere habt, Freunde, das haut richtig rein. Das ist eine sehr gute Kategorie. Full Power Goku ist ein sehr guter Charakter. Einer der besten, vor sich auszudrücken, kann man auf jeden Fall sagen. Einer der besten Dokkan-Extreme-Charaktere kann man auf jeden Fall zu dem Boy sagen. Was mich jetzt noch interessiert, was ich nicht, zum Beispiel, Freunde, wenn ich darauf zurückgehe, wenn ihr zum Beispiel Elagoan habt, den in einer Rotation könnt, der hat mit Full Power Goku. GG, prepare for battle, shocking speed, Super Saiyan 4 battle und ihr seid gedeckt, ihr seid auf ewig gedeckt. Die Kategorie funktioniert insane. Zeitevolution zum Beispiel LR Broly mit EO Vegeta oder Super Saiyan Goku mit dem oder LRGF mit dem und dem. Insane Kategorie, da müssen wir glaube ich nicht allzu viel sprechen, die Kategorie ist wirklich sehr gut gedeckt. Was ihr aber noch gucken wollte, was mich interessiert ist nämlich, ist mir gerade aufgefallen, wegen der Passive. Attack plus 100% bekommt er hier an der Stelle und dann zusätzlich bis zu 70%. Ob das separat kalkuliert wird? Wenn nicht, dann sind wir bei voller HP 170% Angriff, Freunde. 170%, das haut auf jeden Fall rein. Aber steht das hier dran? Leider nicht. Ich weiß echt nicht, ob das separat kalkuliert wird oder nicht. Normalerweise steht das hier immer dran an der Stelle. Ja, dann müssen wir uns vielleicht mal ein bisschen schlau lesen oder das werden wir dann wahrscheinlich dann merken. Oder vielleicht sickert das noch durch, sage ich mal. Aber auch so, wenn es nur 170% sind, dann Freunde, das ist ein Powerhouse. Full Power Goku ist auf jeden Fall ein Powerhouse. Aber Freunde, die haben schon bewusst jetzt Full Power Goku rausgehauen. Denn eigentlich nach der Timeline, wir wissen ja, Global macht was es will, aber trotzdem nach der Timeline hätten wir eigentlich Future Gohan als nächsten. Und die haben schon bewusst hier, ne, wir sind jetzt bei Bardock, normalerweise wären wir da Future Gohan. Die haben aber schon bewusst Future Gohan nicht rausgebracht. Weil, Freunde, ich sag euch, bei Future Gohan haben nicht viele gesamt in JP. Da muss man nicht unbedingt sammeln. Full Power Goku dagegen ist schon mehr Hype auf jeden Fall. Und der ist auf jeden Fall besser hier an der Stelle. Und deswegen haben die Full Power Goku rausgehauen, damit sie schön unsere Stones zu Thanksgiving, zu Thank You Celebration and Seehen, weil, Freunde, wir sind ja nicht doof, ja, wir wissen ja, danach wird etwas zum Dragon Ball Super Broly Film kommen, nach Full Power Goku, und da wollten sie quasi, das machen die oft, Freunde, das ist jetzt nicht nur so Hexerei oder irgendwie Geschwafel, was ich mir von mir gebe, das machen die echt oft, wenn irgendwas Hype kommt, dann ballern die davor auch Hype raus, damit man die Stones entzieht, damit man quasi mehr oder weniger gezwungen ist, Stones auszugeben. Das liegt natürlich im Endeffekt bei jedem selbst, aber was ich damit sagen will, Freunde, vergisst nicht, dass wir uns auf den Dragon Ball Super Broly Film bewegen und nach der Celebration von Thanksgiving auf Global und JP, auf JP kommt Goku Black, ein neuer Goku Black, das ist genauso viel Hype. Und danach sollte dann auf beiden Versionen etwas zum Dragon Ball Super Broly Film kommen. Deswegen, Freunde, hier natürlich Alarm, damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst, damit ihr das gehört habt. Denn Full Power Goku, ich will nicht sagen, es gibt Full Power Goku. Er ist wirklich eine gute Unit. Wir gucken uns gleich seinen Banner an. Aber wenn ihr mehr Hype auf den Dragon Ball Super Broly Film habt oder mehr gehypt seid, dann geht nicht allzu ham.
Ja, dann spart lieber den einen oder anderen Stone, weil da wird's. Das wird eine dickere Celebration. Da bin ich mir sicher. Anyway, Full Power Goku, schauen wir uns mal seinen Banner an. Wie gesagt, so sieht sein Banner aus. Die Sache ist jedoch, mit Full Power Goku kam auch. Er kam. Ich glaube, ein paar Tage später oder eine Woche später kam dann folgendes Banner. Dieses Banner hier, das war das Comeback von LL, Vegito und El Gogeta. Das war zu der Tana Better Campaign. Bei uns ist es jetzt die Thank You Campaign in Global. Und ich bin mir sicher, dass dieses Banner eigentlich auch kommen sollte. Ein paar Tage später, vielleicht zu Thanksgiving oder eine Woche später. Wir werden uns dementsprechend beide Banner mal im Vergleich ansehen. Hier ist da Full Power Goku auch drin. Vielleicht denkt ihr, okay, geil, dann haben wir nicht da, das LL, Vegito etc. Aber Freunde, ich sag's jetzt aus vorweg, da ist die Drop-Rate für einen Featured-Charakter nur 3%. Normalerweise sind es 5% aufgeteilt von den Featured-Charakteren. Aber eins nach dem anderen. Das Banner von Full Power Goku, wie gesagt, das kommt auf jeden Fall am Mittwoch, Freunde. Sollte auch mehr oder weniger so aussehen. Wir haben 5% Drop-Rate für einen Featured-SSR-Charakter, geteilt durch 7 Charaktere hier an der Stelle. Und 5% Drop-Rate für einen Nicht-Featured-SSR und aufgeteilt durch 153 Charaktere. Genau, Feature-Charaktere an der Stelle sind folgende. Der neue Goku haben wir uns angesehen, der ist gar nicht mal so schlecht. Den kann man auf jeden Fall spielen. Awaken ist auch in der Full-Power-Kategorie, warum nicht? Er ist auch in der Shadow-Dragon-Kategorie, sollte auf jeden Fall sein. Ja, das sollte auf jeden Fall sein. Und außer davon, oder ist er da drin? Lass mal ganz kurz nachschauen, Freunde, nicht, dass ich euch Quark erzähle. Nee, tatsächlich nicht. Der ist in Pure Saints und Full-Power nur. Okay, der ist nur in Pure Saints und Full-Power. Alles klar, das merken wir uns auf jeden Fall. Denn dann haben wir ihn hier. Ja, wäre interessant vielleicht für die Full-Power-Kategorie. Auf jeden Fall. Aber wäre kein Muss für die Full-Power-Kategorie, sag ich mal. Die zwei sind mit der Passive was Neues. Sind nice. Kann man vielleicht mal in einem Villains-Team spielen. Aber wenn ihr da ein besseres Duo habt, dann spielt ihr die zwei nicht so. Wisst ihr, was ich meine? Also die zwei sind so nice to have. Man, ich habe nicht gesehen, dass sie oft in Einsatz kamen, um ehrlich zu sein. Aber auf der anderen Seite, die anderen vier Featured SSR. Full-Power Goku, Omega Shenlong, FIFA Vegeta, FIFA Vegeta. Diese vier Charaktere, Freunde, sind im Stammkader von den Shadow Dragon Charakteren. Oder von der Shadow Dragon Saga. Und Shadow Dragon Saga Kategorie-Leader ist Omega Shenlong. Shadow Dragon ist leider ein bisschen, ich glaube Shadow Dragon wird leider ein bisschen unterschätzt, beziehungsweise kommt Shadow Dragon Saga oder das Team nicht viel zum Einsatz, weil es wenige Charaktere da gibt. Da gibt es wirklich wenige Charaktere. Aber wenn man die richtigen hat, wenn man die vier hat, Freunde, dann haut das Team links und rechts wirklich so gut wie alles weg. Das ist wirklich ein brutales Team. Das sollte man nicht unterschätzen. Also hier kann man auf jeden Fall rausgehen mit einem guten Shadow Dragon Team. Wirklich, auf jeden Fall. Aber in Anbetracht, was wäre interessant für Full Power hier an der Stelle? Nun, um ehrlich zu sein, für die Full Power Kategorie hätten wir nur diesen Goku. Den Full Power Goku als die natürlich und Omega Shenlong. FIFA Vegeta kann man auch spielen, weil er ist ja ein super Tech Charakter, aber FIFA Vegeta nicht in der Full Power Kategorie. Aber dennoch sind diese vier Charaktere wirklich Top Units, Top Dokkan feste Charaktere. Deswegen merkt ihr, ist es schwer. Also Freunde, im Endeffekt wäre es wirklich nicht verkehrt, wenn man Full Power Goku hat. Sei es für ein Pure Saiyan Team, sei es für ein Full Power Team, sei es für ein Shadow Dragon Team oder für ein Super Team. Aber wir wissen ja, was danach kommt, nämlich wegen Dragon Ball Super Broly Film. Ob ihr summonen solltet oder nicht, das liegt wie immer bei euch selbst. Ich bin hier nur quasi im Banner Preview, um euch Tipps zu geben, um euch zu sagen, wie das Banner aussieht etc. Ich sage zum Beispiel auch, ja, spart lieber eure Stones, geht auf den Dragon Ball Super Broly Film, aber ich selbst zum Beispiel werde auch summonen, so ist es nicht. Auf jeden Fall werden wir ein summon Video raushauen, aber auch ich muss mich dann auf jeden Fall zügeln, dass ich dann so gut es geht, spare für den Dragon Ball Super Broly Film, weil da wird es dann mehr abgehen. Das ist so typisch so ein Banner, jetzt auf Globe mit Full Power oder auf JP, damit Goku Black, der diese Woche auch erscheinen sollte. Da will man eben die Stones entziehen, damit man dann quasi gezwungen ist, Stones zu kaufen für das, was danach kommt. Ich denke, die Message kam auf jeden Fall an. Das Banner ist gut, so ist nicht. Die Charaktere sind gut, so ist nicht. Full Power Goku ist insane, so ist nicht. Einmal Hashtag, so ist nicht. Aber Freunde, ihn beachtet eben. Oder vergiss nicht, was danach kommt. Beziehungsweise haben wir noch dieses Banner, Freunde. Wenn ihr nicht wisst, ob ihr bei Full Power Goku haben wollt oder hier, dann geduldet euch ab dem Release mit Full Power Goku's Banner, weil das wird ein paar Tage danach wahrscheinlich erscheinen. Vielleicht auch zeitgleich, aber ich denke nicht. Auf JP war es ein paar Tage danach. Ich könnte mir vorstellen, zu Thanksgiving bei uns oder die Woche drauf. Was ist an dem Banner anders? Full Power Goku ist in dem Banner auch featured. Aber wie gesagt, wir haben hier 12 Charaktere, die featured sind. Und die Feature Drop Rate ist nur bei 3%. 3% geteilt durch 12 Charaktere, Freunde. Im Umkehrschluss haben wir aber LL Gogeta und LL Vegito im Comeback. Aber auch gute andere starke Dokkan Festival Units wie Super Vegito, Janemba und Super Gogeta Kid Buu zum Beispiel. Die anderen Featured Charaktere, die sind auch in jedem anderen Banner.
enthalten. Sie muss nur wegen dem muss man nicht sammeln. Was hier natürlich interessant wäre, ist Full Power Goku zum einen, Ele Vegito, Super Vegito, Janemba, Super Gogeta und Kid Buu, sage ich mal, mehr oder weniger. Aber das ist quasi nur ein Banner, wenn man Ele Vegito und Gogeta nochmal für die Nummer sammeln will oder die nicht hat. Dennoch, Freunde, ist es halt wirklich hier, die zu ziehen, ist schon schwer. Und hier sind auch nur die zwei Dokkan Exclusive Eller drin. Alle anderen Eller sind nicht, hier nicht drin, weil es ein Dokkan Exclusive Banner ist, ein Dokkan Festival Banner. Jedoch haben wir hier nur eine 3%ige Drop Rate aufgeteilt durch 12 Charaktere. Also hier irgendwas Gutes zu ziehen, da sind zwar gute Charaktere featured, aber dennoch kannst du euch, wenn mal ein Feature Charakter kommt, auch der droppen. Und dann denkt ihr euch, wow, das könnte auch einer von denen sein. Oder es könnte natürlich auch einer von denen droppen, zwei von denen und so und so fort. Aber ihr wisst, es ist halt reine Glückssache. Hier würde ich euch eigentlich nicht empfehlen zu sammeln, es sei denn, ihr wollt unbedingt Ele Vegito und Ele Gogeta und habt ihn nicht, weil wir wissen nicht, wann sie danach wiederkommen werden. Das war auf JP ihr einziger und ja aktuell letzter Comeback, sage ich mal. Aber Zusatz haben wir Full Power Goku drin, das ist gar nicht mal so schlecht, jedoch nur 3% Drop Rate, Freunde. Das solltet ihr auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Lange Rede, kurz sind, Freunde, so viel zu dem Banner-Preview von unserem Boy Full Power Goku hier an der Stelle. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Vergiss bitte nicht aber, was wir demnächst erwarten, damit dann, ja, nicht einer sagt, ey, hätte ich doch lieber Stones gespart oder so. Ich weiß, Full Power Goku ist wirklich eine sehr gute und krasse Unit. Ich habe auch von ihm Showcase gemacht, das könnt ihr euch gerne abchecken. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Dennoch, wie gesagt, behaltet es im Hinterkopf. Ich wünsche auf jeden Fall denjenigen, die es haben werden, sehr viel Glück. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.